Hallo Leute, hier ist wieder euer Ripper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Shadows of Evil. Und zwar wollte ich euch in diesem Video zeigen, wo ihr die ganzen Radios bzw. Telefone auf dieser Karte finden könnt. Eine kleine Erklärung zu diesen Telefonen bzw. zu diesen Radios. Die Radios sind dazu da, um ein bisschen die Storyline bzw. die Geschichte vom Zombie-Modus näher zu bringen. Das gab es schon auf den anderen Karten bzw. gab es auf The Giant, der anderen Zombie-Karte in Black Ops 3 auch schon. Da habe ich auch schon ein Video hochgeladen auf meinem Kanal. Link dazu findet ihr jetzt im Video bzw. auch in der Beschreibung und da konnte man einfach ein bisschen die Geschichte von The Giant bzw. von der ganzen Zombie-Storyline erfahren. Und genauso ist es nun hier auf Shadows of Evil wieder so, da gibt es mehrere Radios. Einmal gibt es da Radios zu den einzelnen Charakteren und dann gibt es noch andere Radios bzw. Telefone. Zum einen gibt es da noch drei Telefonate von einem Reporter, der dort in Mock City gelandet ist und über die Ereignisse dort berichtet. Und zuletzt gibt es noch ein ganz wichtiges Radio, was ich euch dann am Ende zeigen werde. Und diese Radios selbst könnt ihr dann wieder mit eurer Aktionstaste aktivieren. Das heißt, ihr stellt euch ganz einfach vor diesen Telefonzellen bzw. vor diesen Telefonen hin und betätigt dann eure Aktionstaste. Das wäre auf der Xbox One und auf der Xbox 360 die X-Taste, auf der PlayStation 4 und auf der PlayStation 3 die Viereck-Taste und auf dem PC die F-Taste. Und ich werde in diesem Video jetzt eigentlich nicht weiter reden. Das heißt, ich wollte hier am Anfang nur eine kurze Einleitung zu diesen Radios machen bzw. was genau diese Radios bedeuten. Ich werde bei jedem einzelnen Radio nochmal dazu schreiben in dem Video, wo sich dieses Radio befindet, damit ihr genau wisst, wo ihr das Ganze aktivieren könnt. Und somit wünsche ich euch eigentlich viel Spaß mit dem Video und damit sage ich jetzt eigentlich schon mal hier gleich am Anfang. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper. Wie Sie vielleicht wissen, suche ich die weibliche Hauptdarstellerin für meinen neuen Film. Und ich habe gehört, dass Sie ziemlich viele aufstrebende Talente in dieser Stadt unter Vertrag haben. Können Sie mir vielleicht sagen, nach was für einer Art Frau Sie genau suchen? Ich suche ein amerikanisches Mädchen, eine echte Schönheit. Ich hörte, dass Sie vielleicht eine Schauspielerin namens Jessica Rose kennen. Die Burlesque-Tänzerin? Sie ist nicht gerade zahm und nett, eher wild und entschlossen. Ich habe gehört, sie soll eine richtige Granate sein, wenn Sie verstehen. Ich würde sie gern treffen, für Probeaufnahmen. Überlassen Sie das mir. Ich melde mich bei Ihnen. Hey, Jessica. Heute wollte ein Filmregisseur mit mir reden. Er will dich kennenlernen. Ich will ehrlich sein, ich hatte kein gutes Gefühl bei ihm. Ich habe ihm zu verstehen gegeben, dass er sich wegmachen soll. Gut, dass du den Vertrag mit dem Studio nicht unterschrieben hast. Ich bin eigentlich nicht so sehr Produzent. Ich bin mehr Talentsucher. Die Sache ist die, mein Partner hat ein Musical geschrieben, bei dem jetzt die Finanzierung steht. Ich weiß, dass du perfekt für die Titelrolle wärst. Um diese Zeit nächstes Jahr? Dann bist du am Broadway, Baby! Wie Sie sehen, deuten diese Dokumente an, mit welchen gewaltigen Geldsummen wir es hier zu tun haben. Mein Klient hätte solch einen Kreditvertrag niemals unterschrieben. Und dennoch steht es hier schwarz auf weiß. Neros Familienanwesen ist nicht mehr das, was es einst war. Selbst wenn diese Dokumente echt sein sollten, bräuchten wir noch etwas Zeit, um die Dinge zu regeln. Teilen Sie Ihrem Mandanten mit, dass unsere Firma in einer Woche eine Einigung erwartet, allerspätestens in 15 Tagen. Ich muss einen Anruf tätigen. Meine Sekretärin führt Sie hinaus. Nero! Ich habe großartige Nachrichten! Die Kreditverträge waren gefälscht. Also, deine Frau hat betrogen. Sie fälschte deine Unterschrift auf den Kreditverträgen. Und wir können es beweisen. Das Datum darauf ist der 5. November letzten Jahres. Genau die Zeit, als du im Krankenhaus nach deiner Aufführung des Amphibienmanns warst. Du kannst die Verträge gar nicht unterschrieben haben. Du lagst den ganzen Monat im Koma. Bitte bedenken Sie, dass Sie selbst zu diesem Zeitpunkt unter keinerlei Verdacht stehen. Dies ist nur eine zwanglose Befragung. Ja, ich verstehe. Können wir bitte zur Sache kommen? Zur Sache? Ausgezeichnete Metapher. Oder war es eine Allegorie?
Ich verwechsle das andauernd. Sie wollen etwas über meinen Partner Jack Vincent wissen. Sie sind ein guter Detective. Was wollen Sie wissen? Dass er ein Großmaul ist? Ein Angeber? Mehr als nur ein bisschen ungehobelt ist? Dass er ein Säufer ist? Und ein Raucher? Wie wäre es damit, dass er seine Frau mehr fürchtet als jeden beschissenen Verbrecher da draußen? Was möchten Sie von mir hören? Ist Jack Vincent bestechlich? Hören Sie, je länger ich mit Ihnen rede, desto schlechter wird mein Ruf hier im Revier. Können wir das woanders besprechen? Hey Jackie, ich bin's. So ein Fuzzi aus der Abteilung für interne Angelegenheiten war da und stellte Fragen. Ich hab nichts gesagt, weil ich nichts weiß. Soweit ich weiß, du bist aus dem Schneider. Ich vertraue dir, Jackie. Du bist mein bester Freund. Mein Bruder. Ich will dich nur wissen lassen, dass ich hinter dir stehe. Immer. Wenn wir einmal Ihr enormes Eigeninteresse als Promoter außen vor lassen, was würden Sie den Boxfans da draußen gerne über den bevorstehenden Kampf sagen? Vor allem in Hinblick auf die kurzfristige Ersatzlösung Floyd Campbell. Ich würde sagen, dass Floyd Campbell ein ernstzunehmender Gegner ist. Ganz gleich, was die Buchhalter sagen. Was ist mit der Tatsache, dass die Fans den Herausforderer Nummer 1 lieber gegen den Champion kämpfen sehen würden, ihren Champion, anstatt gegen dieses unbekannte Fallobst? Hören Sie, mir ist klar, dass Floyd Campbell der Außenseiter ist. Trotzdem. Benutzen Sie Campbell nur, um Ihren großen Umsatzgaranten Gegner vom Leib zu halten, die ihm zu gefährlich werden könnten? Der Champ geht niemandem aus dem Weg. Aber... Das Interview ist beendet. Keine weiteren Fragen. Hey, Floyd, das war gut. Du hast Wort gehalten, astrein geliefert. Bitte mach dir keine Sorgen wegen irgendwelcher Journalisten oder Kommissionsuntersuchungen. Das ist alles erledigt. Ich wollte dich nur beruhigen und dir die guten Nachrichten mitteilen. Es ist alles geregelt. Du hast ihn, Floyd. Du hast den Titelkampf am 15. Januar. Hey, Mr. Rapp, ich wollte mich nur schnell melden. Ich bin also hier endlich und nehme Anblick, Geräusche und Gerüche von Morgue City auf. Ich weiß, ich soll hier für Sie einen Artikel über das pulsierende Nachtleben und die Theaterszene der Stadt schreiben und die Gestalten, die sie bewohnen, aber irgendetwas ist hier seltsam. Auch wenn niemand darüber reden zu wollen scheint, irgendetwas an dieser Stadt ist eindeutig nicht richtig. Letzte Woche noch gab es hier einen Meteoritenregen, einen verfluchten Meteoritenregen. Und alle hier haben sich verhalten, als wäre es das Normalste der Welt. Und dann kam der Schimmel. Überall in der Stadt wächst ein seltsamer Pilz. Er sieht merkwürdig aus und riecht noch viel merkwürdiger. Aber niemand sagt irgendwas darüber. Dann wurden die Menschen plötzlich krank. Zuerst waren sie nur benommen und verwirrt. Schließlich wurden sie richtig krank. Es war, als würden sie dahin siechen. Da fingen die Leute endlich zu reden an. Ich habe mit einem 80-Jährigen gesprochen, ein Obstverkäufer auf dem Markt hier. Er meinte, etwas Ähnliches sei 1882 schon einmal in Neuengland passiert. Als ich mehr wissen wollte, hat er nur den Kopf gesenkt und mich ignoriert. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Hey, Mr. Red. Ich war heute wieder auf dem Markt. Aus irgendeinem Grund war der Obstverkäufer viel gesprächiger. Auch wenn das, was er zu sagen hatte, mehr als nur ein bisschen verrückt war. Er erzählte mir, dass sein Onkel ihm, als er noch ein Junge war, im betrunkenen Kopf erzählt habe, dass eine finstere Macht ihre Schatten über die Stadt wirft. Dass Gut und Böse ihren Kampf auf unserer Türschwelle austragen würden. Und dass das Einzige, was die Kräfte der Apokalypse zurückhalten würde, der alte Orden der Wärter sei. Aber selbst wenn das, was er sagte, ziemlich verrückt war, glaube ich nicht, dass er es ist. Obwohl sie Angst haben, oder vielleicht gerade deswegen, reden die Leute jetzt mehr. Auf meine Fragen hin habe ich mehr als einmal Flüstern über den alten Orden und die Wärter gehört. Ich glaube, das war eine Art Kult. Es heißt, man könne manchmal ihren Gesang aus den Tiefen unter der Stadt aufsteigen hören. Es gibt jede Menge Gerüchte über Menschenopfer und kranken Mist, den nicht einmal die Polizei untersuchen will. Entweder weil sie bestochen wurde oder verdammt viel Angst hat.
ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Hey, Mr. Rat. Ich habe alle Leute gefunden, die ich für Sie aufspüren sollte. Ich habe Ihnen ein Telegramm mit den Details geschickt, inklusive aller Telefonnummern. Aber ich muss ehrlich sein, ich werde langsam nervös. Diese letzten 6 Monate lang haben Sie mich wie einen billigen Schnüffler arbeiten lassen, obwohl ich nur Reporter sein will. Es ist nicht so, dass ich undankbar wäre. Ich weiß, dass Ihre Schecks für meine Dienste mehr als großzügig gewesen sind. Es ist nur... Die Sachen, die ich für Sie machen sollte. Uralte Artefakte im Südpazifik aufspüren. Diese seltsamen Metalle und Steine in Russland suchen. Und trotzdem habe ich Sie noch nie zu Gesicht bekommen. Es tut mir leid, Mr. Red. Ich denke, die Stimmung in der Stadt macht mir zu schaffen. Ich werde nervös. Schreckhaft. Wie dem auch sei. Ich freue mich schon darauf, dass Sie bald herkommen. An alle Überlebenden dieses Reichs, es tut mir wirklich leid. Ich wünschte, ich hätte Worte des Trostes für euch. Hab ich aber nicht. Es ist meine Hoffnung, das Universum von dem Bösen zu befreien, das uns schon so lange plagt. Doch in meinem Herzen weiß ich, dass wir noch viele Dimensionen auf unserer Reise zum Frieden verlieren werden. Vergib mir.